Bevor Impfstoffe in Deutschland auf den Markt kommen, werden sie von der Europäischen Arzneimittelagentur überprüft. Auch vom Paul-Ehrlich-Institut wird hier genau hingeschaut, ob diese Impfstoffe wirklich wirksam sind. Die Empfehlung, ob die Impfstoffe dann auch in die Praxis kommen, ob sie für Erwachsene oder auch für Kinder angewandt werden dürfen, gibt die Ständige Impfkommission. Und wir wissen, die Ständige Impfkommission in Deutschland hat sowohl für Erwachsene schon länger als auch jetzt für Kinder und Jugendliche ab 12 die Corona-Impfstoffe, insbesondere von Moderna und BioNTech, empfohlen. Ich kann mir vorstellen, dass man, bevor man sich impfen lässt, viele Fragen hat und dass man sich auch genau informieren möchte. Deswegen haben wir auch unserem Video hier mal die wichtigsten Quellen beigefügt, wo man sich über den aktuellen Forschungsstand informieren kann. Man kann sich auch darauf verlassen, dass die Ständige Impfkommission sowie weitere Beteiligte immer den aktuellen Forschungsstand im Blick haben und diesen auch aktualisieren. Ich möchte Sie dennoch oder gerade jetzt, wenn Sie sich informiert haben, dazu ermuntern, nun loszugehen und sich die Impfung abzuholen. Denn sie tun dies zum ersten für sich selber, um nicht schwer zu erkranken oder gar an Covid-19 zu sterben, aber zum zweiten auch für uns alle in der Gesellschaft, um allen zu ermöglichen, wieder mehr Normalität miteinander haben zu können. Wir kennen das ja auch schon von der Grippeimpfung oder auch von anderen Impfstoffen. Sie müssen nicht unbedingt jährlich, aber oft doch in einem gewissen Abstand aufgefrischt werden. Und diese Auffrischungsimpfungen, die stehen jetzt auch bei Corona im Raum. Liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, mit unserem kleinen Video wollten wir vielleicht ein paar der gängigen Fragen klären, die Sie vielleicht zur Impfung haben. Wir haben auch ein paar Links angegeben, wo Sie sich weiter informieren können. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann wenden Sie sich doch an Ihre Hausärztin, an Ihren Hausarzt. Dort kriegen Sie bestimmt noch einmal eine weitere, sehr umfangreiche Beratung. Das Wichtigste ist am Ende impfen gehen.